house music all night long. Ja, Freunde, jetzt sind wir, wie gesagt, hier in Österreich auf dem Schießplatz. Und dann werden wir uns jetzt mal angucken, wie das mit dem Quintoblick funktioniert. Wir haben hier ein Target, wo wir quasi jetzt mal drauf schießen. Hinter ist eine Stahlplatte. Und dann gucken wir mal, die Dinger schön knallen. Und dann schauen wir gleich mal, aus welcher Entfernung die Dinger noch praktisch explodieren. Ich gehe jetzt hier zuerst mal mit 5 Meter ran und dann gucken wir mal, was passiert. So, und jetzt gehen wir mal auf 10 Meter. Ja, 10 Meter passt noch, aber da wird die Waffe halt auch ungenauer. Ja, lass mal den Rick und den Dibo nochmal und dann gucken wir mal, wie es wird. Gut, der Dibo fängt an und nochmal so auf 5 Metern etwa. Hallo? Ich bin's. Jetzt schießt der Rick. Noch mehr ein paar. Was hast du an Smiley geschossen? Oder? Jo, da haben wir jetzt ein paar Magazine leer gemacht. Das waren jetzt insgesamt 50 Schuss. Und so sieht die Scheibe von nah aus. Also die knallen schon richtig heftig. Und selbst auf 10 Meter, was wir davon gemacht haben, da passt das auch. Also, ja. Oh, Rick? Ist super. Coole Sache, sehr. Also, die machen auf alle Fälle Spaß. Und ich bin der Meinung, sie sind nicht ohne Grund in Deutschland nicht erlaubt. Denke ich auch. Auch wenn andere sagen werden, es ist Schwachsinn, aber ich bin der Meinung, es ist wahrscheinlich besser so. Ja. Jo. Das schneidet's raus. Ja, gut, krieg ich hin. Mein liebes Pferd hat gerade ein paar Haufen gemacht. Du kannst dir ein Pferdeappel nehmen. Das soll deine Belohnung sein.